Willkommen zurück an der Nähmaschine. Heute geht's um ein Blackout. Willkommen zurück, liebe Nähfreunde. Heute nähen ohne Strom bei Blackout. Und zwar Black nehmen wir mal hier ganz wörtlich. Man sieht, die schwarzen Nähmaschinen, die sind da eigentlich sehr gut aufgestellt. Also wer so eine hat und noch so richtig schön trampelt, er kann eigentlich nichts verkehrt machen. Ist nur, man ist langsamer, man hat vielleicht nicht alle Funktionen zur Verfügung. Aber wenn kein Strom da ist, dann freut man sich, dass man überhaupt seinem Hobby nachgehen kann. Black geht's weiter. Und zwar, wer seine Maschine mit so einem Motor hier betreibt, der kann natürlich auch weiß sein. Der muss nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Denn die verbrauchen nicht viel Strom. Das sind so um die 90 Watt. Bei dem hier steht sie überhaupt drauf. Ja, hier. Oh, der hat 180 Watt. Gut, der hier hat etwas weniger. Die verbrauchen den Strom auch nur in dem Moment, wo man näht. Also, wenn die Maschine steht, dann nicht. Und da gibt es noch eine andere Möglichkeit, um die zu betreiben. Also zum einen kann ich es nur empfehlen, dass man sich den Lederriemen zurückbehält, wenn man noch das Eisengestell hat, dass man die einfach wieder umbauen kann. Wer das nicht hat, wer die oben auf dem Tisch zu stehen hat und eben nur mit diesem Motor die Maschine betreiben kann, der hat dann die Möglichkeit, wenn er Camper ist oder wenn er sich irgendwoher so eine Powerbank leihen kann oder sogar noch kaufen, es soll noch ein paar geben, dann lohnt es sich mit so einem Solarpanel einfach Strom zu generieren und dann mit Solarstrom zu nähen. Funktioniert, wie ich euch hier zeige. Ich habe hier 180 Watt. Daneben ist noch ein kleines mit 130, aber das bringt nicht so viel. Hier läuft gerade der Kühlschrank drüber. Ja, der im Moment auf einer sehr niedrigen Stufe. Und wir haben auch keine Sonne. Jetzt sind gerade Wolken da. Aber heute ist allgemein so, dass mehr Strom reinkommt, als der Kühlschrank verbraucht. Das heißt, der kann auch noch heute Abend, wenn es dunkel ist, weiter darüber laufen. Wer so einen Riemen hat, einfach behalten, vorsichtshalber. Es sei denn, der ist jetzt super mega morsch. Ansonsten kann man den auch noch einfach nachkaufen. Und man kann nicht nur diese alten Motoren über den Strom betreiben, sondern auch moderne, also zum einen auch Lampen. Die geht leider nicht über USB. Sehr schön wäre eine USB-Lampe, aber die hat noch einen normalen Stecker. Und man kann auch, wie in dem Fall hier, die Overlock darüber betreiben. Wir sehen hier, 15 Watt ist die Lampe, 90 Watt ist der Motor. Kann man also auch ganz bequem über die Powerbank betreiben. Ihr seht also, Stromausfall muss nicht heißen, dass man nicht mehr nähen kann. Vielleicht hat man in dem Moment andere Probleme, aber das Nähhobby kann man weiter betreiben. Und wer die Nähmaschine noch so richtig schön wie früher hier zu stehen hat, denkt auch ans Licht. Die wurden früher nicht zufällig immer ein Fenster näher gestellt, einfach um Licht zu haben. Das machen wir einfach heute auch wieder. So wie früher, so wie vor 100, 120 Jahren, als die Maschinen gebaut wurden. Einfach diesen Zustand wieder herstellen und dann funktionieren die auch. Man muss vielleicht seine eigenen Ansprüche ein bisschen herabschrauben, aber man kann weiter arbeiten. Auch wer sich jetzt noch kurzfristig überlegt, von Strom umzusteigen auf eine mechanische Nähmaschine. Es gibt noch ein paar bei eBay Kleinanzeigen. Die sind vielleicht nicht im Bestzustand. Dann guckt euch hier eins meiner Videos an, wie man sich die wieder zurechtputzt. Und dann sollte das eigentlich wieder funktionieren.